Unser erster Referent für die dritte Vortragsrunde ist der Herr Michael Wilkening und er hat 1993 seinen Abschluss in biomedizinische Technik an der heute TH Lübeck gemacht und er ist Leiter des Bereichs Operating Room im Marktsegment Krankenhaus bei Dräger. Der Vortrag heißt Automatisierung in der Anästhesie, Fluch oder Segen. Und jetzt übergebe ich gerne an Sie, Herr Wilkening. Genau, so werde ich erstmal mein Bildschirm teilen. Erstmal hallo, freue mich, dass das klappt und ich freue mich auch wirklich hier mal die Möglichkeit zu kriegen, über solche Dinge, die wir hier so im Kopf haben, zu reden. Mein Hintergrund ist, ich bin auch Elektroingenieur. Ich habe erst an der TH Niederrhein Elektrotechnik studiert, habe dann den Zivildienst noch machen müssen und den habe ich als Medizintechniker in einem Krankenhaus in Münster gemacht und habe dann entschieden, noch Medizintechnik zu studieren. Das habe ich hier in Lübeck getan und wenn man in Lübeck Medizintechnik studiert, dann kann es passieren, dass man bei Dräger landet. Auch das ist mir passiert. Ich habe es aber nie bereut, weil mir der Job wirklich Spaß macht. Ich leite nicht den Bereich OA oder Operating Room, sondern ich bin seit circa 5 Jahren bei Dräger für die Strategie und die langfristige Geschäftsentwicklung zuständig. Habe aber 20 Jahre lang hier als Product Manager im Bereich Anästhesie gearbeitet und dort viele der Anästhesiegeräte verbrochen, die heute in den OPs zu finden sind. Mein Vortrag dreht sich um Automatisierung in der Anästhesie. Ja, Digitalisierung ist in aller Munde. Überall gibt es Assistenzsysteme, Regelungssysteme. Wir kennen das aus der Automobilindustrie. Da ist das heute gang und gäbe. Und warum soll es so etwas nicht auch in der Medizin vermehrt geben? Und die Frage ist natürlich für die Anästhesisten, und da wird Herr Schulz vielleicht gleich noch was zu sagen, ist das eher ein Fluch oder ein Segen, so etwas zu haben? Denn vor ein paar Jahren kam dieser Artikel hier in der Washington Post und in einigen anderen Blättern in den USA raus, wo dann behauptet wurde, Maschinen könnten doch irgendwann auch Anästhesisten ersetzen. Das ist natürlich Unfug, das werden sie niemals können, weil das Aufgabenspektrum von Anästhesisten extrem breit ist. Aber ein Teil der Arbeit übernehmen, das können solche Systeme sicherlich sehr, sehr wohl. Und die beiden, die das hier geschrieben oder die das hier verbrochen haben, Marc Ansermino, Guy Dumont, die sind tätig an der Universität in Vancouver und beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Automatisierung in der Anästhesie und einige ihrer Forschungsergebnisse, die habe ich hier verarbeitet. Also Anästhesisten werden sicherlich nicht durch Roboter ersetzt, auch nicht durch Assistenzsysteme ersetzt, aber sie werden sicherlich durch solche Systeme unterstützt. Wo kann man sich solche Systeme vorstellen? Die Aufgabe der Anästhesisten ist ja sehr, sehr vielseitig. Ja, in erster Linie kann man es, wenn man es im OP betrachtet, so zusammenfassen, dass man einfach dafür sorgt, dass der Patient erstens die Operation lebend und ohne größere Blessuren übersteht und bei dem Ganzen auch keine nachhaltigen Schäden von sich zieht. Da gehört eine ganze Menge dazu. Ja, also man könnte zukünftig die Hypnosesteuerung automatisieren, die Schmerzreizleitungssteuerung, neuromuskuläre Blockade, die Steuerung der hämodynamischen, also Kreislaufstabilität, der Metabolismus, Glukosehaushalt, die Ventilation, das Temperaturmanagement. Die Dokumentation, das Timing der nächsten OPs und Vorbereitung, die Abrechnung, das Testen der Maschinen. Also das ist ein sehr, sehr breites Spektrum an Aufgaben und da können Automaten durchaus helfen. Ich pick mir mal einen raus, nämlich gleich den ersten und rede mal ein bisschen über Hypnose oder besser gesagt die Sedierungssteuerung. Propofol ist da so ein sehr beliebtes und sehr bekanntes Mittel neben den klassischen Anästhesiegasen, die seit vielen, vielen Jahren, ja eigentlich schon seit über 100 Jahren zum Einsatz kommen. Und Propofol ist ja etwas anders, weil es eben intravenös verabreicht wird. Das heißt, es wird gespritzt, klassischerweise natürlich, weil es für einen langen Zeitraum gegeben werden muss, über eine Spritzenpumpe. Und in diese Spritzenpumpe mache ich eine manuelle Eingabe und daraus entsteht eine Infusion, die in den Körper hineingeht und dann ihr entsprechendes dort bewirkt. Wie mache ich das? Naja, als Anästhesist brauche ich dann eine ganze Menge Angaben über den Patienten. Ich weiß, wie schwer er ist, wie groß er ist, welches Geschlecht er hat, sein Alter. Ich muss aber auch die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik kennen. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Medikament verabreiche, muss ich wissen, wie es sich im Körper verhält.
Und dementsprechend entscheide ich dann für eine Bolushöhe, Bolusdauer, Boluswiederholung. Also wie oft gebe ich dieses Medikament, um einen ganz bestimmten Effekt letztendlich damit zu erzielen. Klingt kompliziert, ist kompliziert. Wie macht man das? Naja, man stellt sich einfach den Körper als Modell vor. Und Pharmakokinetik und Pharmakodynamik haben Sie vielleicht in der einen oder anderen Pharmakologie-Vorlesung schon gehört. Pharmakokinetik ist, was der Körper mit dem Medikament macht. Heißt also, wie schnell wäscht sich das Medikament ein, wie schnell erreicht es das Zielorgan, in unserem Fall ja das Gehirn. Wie schnell wäscht sich dieses Medikament aus dem Körper wieder aus, wird eliminiert über die Nieren, über die Leber. Und wie verteilt es sich im Körper? Das heißt, welche Speicherfähigkeit haben ganz bestimmte Körperbereiche wie Fett, wie Muskelgewebe etc. Das muss man wissen und das könnte man gegebenenfalls sogar beschreiben. Das heißt, als Anästhesist müsste ich genau diese Verhaltensgrundlagen, also Pharmakokinetik, Pharmakodynamik für meinen Patienten, für mein Medikament in einer bestimmten Patientenkategorie kennen. Und dann spritze ich hier also einmal eine hohe Dosis Propofol rein. Dadurch wird sich irgendwann hier der Spiegel im Plasma, also im Blut, erhöhen. Und irgendwann diese grüne Kurve wird dann als Effekt im Gehirn sichtbar sein. Sieht kompliziert aus, ist kompliziert. Das kann auch kaum jemand im Kopf. Das macht man einfach aus der Erfahrung heraus. Oder man macht es ganz anders und beschreibt es mathematisch. Dieses mathematische Beschreiben, das klingt ja schon danach, als ob man das perfekt eigentlich in so eine Spritzenpumpe hinein programmieren könnte. Denn wenn man sich diese Potentialgleichung vierten Grades anschaut, die wird kein Anästhesist während einer OP im Kopf mal eben kurz durchrechnen. Und das schafft auch kaum ein Taschenrechner. Also warum solche Dinge nicht direkt in so eine Pumpe hineinprogrammieren? Natürlich kann ich den Effekt messen, das tue ich auch. Das ist in diesem Fall eher eine Referenz, denn was ich im Gehirn an EEG, also Gehirnströmen, sehe, ist natürlich immer nur ein Spiegelbild dessen, was ich vor einigen Minuten verabreicht habe. Also, das sieht noch nicht wirklich schlau aus. Das ist immer noch sehr, sehr kompliziert, was wir hier machen. Und deshalb eben die Idee, diese Algorithmen, diese Beschreibung der Modelle durch mathematische Algorithmen in so eine Pumpe hineinzuprogrammieren. Das gibt es schon seit vielen Jahren, zumindest hier in Europa. Das nennt sich Target Controlled Infusion, TCI. Und das sind klassische Programme in Pumpen für ganz bestimmte Medikamente. Das gibt es für Propofol als Sedativa, das gibt es für Fentanyl als Analgetikum. Und diese funktionieren sehr zuverlässig, zumindest, und da wird Herr Schulz mich wahrscheinlich korrigieren, wenn ich da falsch läge, funktionieren die zuverlässiger, als wenn man das alles im Kopf machen möchte oder nur aus der hohlen Hand heraus. So, das ist also Stand der Technik, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Open-Loop-Control, das ist kein Closed-Loop-Control. Das heißt, ich sehe zwar den Effekt gegebenenfalls, wenn ich hier in Ströme messe, aber ich regle hier nicht, sondern das ist eine wirkliche offene Steuerung, über die wir hier sprechen. Dass das gut funktioniert, das haben viele, viele Studien bewiesen. Diese Systeme gibt es seit den 90er Jahren. Das ist alles wunderbar und heute auch State of the Art. Ups, aber, das große Aber, wir müssen zwei Dinge dabei betrachten. Das eine ist, nicht jeder Patient ist gleich. Patienten sind sehr, sehr variabel. Nicht nur durch ihre unterschiedlichen Gewichte, Geschlechter, Größen etc., Pharmakokinetik. Oder auch Pharmakodynamik, die zum Beispiel davon abhängt, wie verträglich ist jemand für solche Medikamente. Ja, Drogenabhängige werden wahrscheinlich etwas mehr brauchen. Oder Alkoholiker wiederum ganz anders. Leute mit einem hohen Metabolismus, bei denen wäscht sich so etwas schneller wieder raus. Also diese Individualität, die muss man hier berücksichtigen. Und das Zweite ist, man kann die Medikamente nicht alle für sich alleine betrachten. Wenn ich klassisch eine Anästhesie fahre, in der ich unterschiedliche Medikamente miteinander mische, das eine für die Sedierung, also für die Hypnose, das andere für die Schmerzvermeidung, dann ist es heute leider so, dass insbesondere die Schmerzmittel auch eine sedative Wirkung haben. Das heißt, die verstärken die sedative Wirkung des anderen Medikaments. Das heißt, davon müsste ich jetzt wiederum weniger geben, damit ich hier eine wirklich balancierte Narkose mache. Das macht die Sache natürlich noch mal komplexer. Und das berücksichtigen diese Algorithmen in diesen TCI-Systemen heute nicht.
Ja, müssen wir also ein bisschen weiterentwickeln. Und so wäre sowas mathematisch beschrieben. Das kriegt erst recht keiner in den Kopf. So, das kann man beschreiben. Dazu gibt es auch Interaktionsmodelle, aber die zu programmieren, das ist noch nicht gelungen und das ist auch relativ komplex. Wir könnten es aber vielleicht ganz anders machen. Ich habe ja eben gesagt, Mensch, vielleicht geht es ja auch mit einem geschlossenen Regelkreis. Ja? Also, wie funktioniert ein geschlossener Regelkreis? Haben Sie alle im Studium gelernt. Wir haben einen klassischen Aktuator, in den mache ich eine Zieleingabe. Da kommt irgendetwas raus. Den Effekt muss ich messen und den gebe ich eben in so einen Controller und der steuert dann den Aktuator entsprechend nach. Ziemlich straightforward, so funktionieren die. Und sowas gibt es heute auch. Ja? Wir haben sowas mal gemacht, hier bei Dräger, für die Narkosegaslieferung und auch für die Sauerstofflieferung. Ist relativ simpel. Man sagt hier einfach nur, welche endtidale Konzentration von Narkosemitteln möchte ich denn gerne haben. Schickt das in diesen Apparat, der spritzt das Narkosemittel und den Sauerstoff entsprechend ins System hinein. Ich kann das endexpiratorisch messen. Und das Schöne an Narkosegasen ist, der endexpiratorische, also die Gaskonzentration, entspricht sogar ungefähr der Effektkonzentration im Hirn. Das ist also relativ homogen und dementsprechend kann ich hier einen Regelkreis bauen. Super. Gibt's. Ist zugelassen. Kann man kaufen. Funktioniert. Bei intravenösen Medikamenten sieht das ein bisschen anders aus. Ja, da geht es nicht übers Atemgas, sondern da muss ich wirklich das Zielorgan überwachen. Und das Zielorgan in unserem Fall ist natürlich das Gehirn, denn da passiert Schlaf oder Narkose. Das heißt, ich gebe hier wieder Propofol. Ich messe das Signal am Gehirn über Hirnströmungen, Elektroenzephalographie. Die wird prozessiert, wird vielleicht zu einem Index verarbeitet, wie Systeme wie der BIS oder SetLine oder Narcotrend das machen. Das geht zurück in meinen Controller und der verarbeitet das und steuert entsprechend nach. So, könnte man sagen, ist doch super, könnten wir doch eigentlich ruckzuck bauen. Gibt es kaum kommerziell. Es gibt erste Ansätze, aber das gibt es heute noch nicht, weil da sind einige Dinge, die solche Systeme im Moment als Medizinprodukte noch verhindern oder zumindest sehr, sehr stark einschränken. Dazu komme ich gleich. Ist erstmal ein System, das würde top funktionieren. Es hat ja in diesem Fall ein kleines Problem. Und dass es funktioniert, kann man hier nochmal nachlesen, ist alles schon bewiesen worden. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele klinische Studien, die gesagt haben, hey, das ist top, das kann man so machen. Es gibt noch ein Problem. Ich habe eben über Pharmakokinetik gesprochen. Pharmakokinetik ist also die Ausbreitung des Medikamentes oder der Transport des Medikamentes bis zu seinem Zielorgan, Speicherung, Eliminierung etc. Das braucht Zeit. Und das braucht in diesem Fall bei Propofol einige Minuten. Und das macht so einen Controller natürlich ziemlich aufwendig, weil der müsste ja vorausschauend arbeiten. Das heißt, das, was ich hier messe an Gehirnaktivität, bezieht sich auf die Dosierung, die vor 4 oder 5 Minuten in meinen Patienten hineingegangen ist. Und das in den Regelkreis zu schicken, ist natürlich schwierig. Das heißt, ich müsste ja jetzt am besten so eine Prädiktion haben, wie sich denn wahrscheinlich das, was ich hier reinpumpe, im Körper ausbreitet und letztendlich welchen Effekt es auf das Zielorgan Gehirn hat, um dann vorausschauend schon mal zu schauen, wie sich das denn hier entwickeln wird. Aber das haben wir doch eben bei TCI schon besprochen. Ja, TCI-Systeme machen sowas ja. Also wäre es doch eigentlich schlau, wenn ich meinen Regelkreis durch solche pharmakokinetischen Modelle erweitere. Das heißt, ich füttere meinen Controller mit der Prädiktion, mit der Vorausschau auf die wahrscheinliche Entwicklung und Wirkung meines Medikamentes im Körper. Das haben die Jungs in Vancouver in Kanada tatsächlich mal ausprobiert und die haben das einfach nur mit 44 bereits aufgezeichneten alten EEG-Protokollen gemacht. Und diese alten EEG-Protokolle haben sie quasi in diesen Controller reingeschoben. Das ist so ein bisschen wie Deep Learning, aber nur ein ganz kleines bisschen. Und haben wirklich gezeigt, dass sie dadurch die Dosierung von Propofol hier maßgeblich verbessern konnten. Und das mit nur 44 annotierten alten Fällen, die hier als Prädiktion aufgenommen wurden. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dann kommt natürlich ganz, ganz schnell der Gedanke, Mensch, alle reden über Big Data. Dann lass uns doch einfach mal hingehen und nicht 44, sondern Tausende, Hunderttausende von alten Narkosen
analysieren und diese alten Narkosen als Steuergröße in so einen Controller hineinschieben. Also so richtig Big Data oder Deep Learning Analyse, weil dadurch müsste ich doch eigentlich alle Eventualitäten, alle Variabilitäten, die Patienten voneinander unterscheidet, in irgendeiner Form abdecken können. Denn so ein Deep Learning System kann mit solchen Variabilitäten ja wunderbar umgehen. Dafür sind die Dinger ja gemacht. Und auch dazu gibt es bereits erste Forschungsansätze. Zumindest hat diese Gruppe, die ich hier unten beschreibe, mal versucht, die Narkosemitteldaten, also diese Bissmessungen, mal auf Basis von Deep Learning Analysen zu quantifizieren und haben da deutliche Verbesserungen errungen gegenüber der standardmäßigen Überwachung eines einzelnen Patienten. Also soll einfach nur heißen, da ist noch ganz, ganz viel Musik drin. Da wird noch sehr, sehr viel passieren in der Zukunft, wenn wir über künstliche Intelligenz, Deep Learning Algorithmen auch in der Steuerung von Therapiesystemen reden wollen. Heißt also, in den letzten 30 Jahren hat sich da wahnsinnig viel getan. Es ist unglaublich weiterentwickelt und Regelkreise für die Medikamentendosierung sind definitiv machbar und sie sind auch sicher. Das konnten Forschungen bislang zumindest so beweisen. Kommerziell verfügbar sind die allerwenigsten. Sehr, sehr wenige. Und warum ist das so? Na, das hängt von zwei Faktoren ab. Das eine sind regulatorische Anforderungen. Ich meine, wir sprechen hier von lebenserhaltenden Systemen. Ja, ich meine, ein Auto kann auch ein lebenserhaltendes System sein, aber Sie können sich vorstellen, dass Regelkreise in Autos für autonomes Fahren eben auch genau deshalb so lange dauern, weil sie eben alle Unwägbarkeiten, alle Eventualitäten berücksichtigen müssen. Und das sind eben so die Voraussetzungen, die Zulassungsbehörden stellen würden, um solche Systeme tatsächlich für gut und sicher bewerten zu können. Das heißt, erstens, warum und welches Modell habe ich ausgewählt? Nach welchem Modell, glaube ich, ist so ein Regelsystem sicher? Wie gehen wir damit Unwägbarkeiten um? Also all diese Was-wäre-wenn-Fragen, das ist so klassisches Risikomanagement, was in der Medizintechnik Tagesgeschäft ist. Wir müssen immer mit allen Unwägbarkeiten umgehen und wir müssen sie objektivieren. Das heißt, wir müssen sie fassbar machen. Die Algorithmen, die ich verwende, die müssen natürlich von den Medikamentenherstellern absolut abgesegnet sein. Das heißt, das, was in dem Beipackzettel steht, das muss ich hier hundertprozentig wiederfinden. Das können wir als Algorithmenentwickler natürlich nicht neu erfinden. Ich brauche bei der klinischen Anwendung auch eine absolute Transparenz. Was heißt das? Ich glaube, kein Mediziner, kein Anästhesist würde sich wohlfühlen vor einer Blackbox. Das würde niemand tun. Das würde ich in meinem Auto auch nicht tun. Wenn mein Auto mit Assistenzsystemen in mein Fahren eingreift, dann will ich wissen, warum. Das heißt, wir müssen hier wirklich auch User Interfaces schaffen, Rückmeldungen schaffen, warum ein System ganz bestimmte Dinge tut und nicht nur, dass es sie tut. Also keine Blackbox. Die Evidenz der sicheren Funktion, ja, klingt logisch, aber die muss ich erstmal erzeugen. Das heißt, ich muss sogar präklinisch, bevor ich damit überhaupt an den ersten Patienten rangehe, muss ich sehr, sehr umfangreiche, fundierte Tests machen. Das muss ich mit jedem Medizinprodukt, bevor dieses Produkt überhaupt die Marktreife und die Marktzulassung erhält. Und das kann manchmal sehr, sehr aufwendig sein und vor allem ist das extrem teuer. Nicht so teuer wie in der Pharmaindustrie, aber bei uns gehen solche präklinischen Tests, wenn es wirklich ganz neue Algorithmen sind, auch ganz schnell mal in die Millionen und es dauert Jahre, bis solche Tests oder Evidenzen wirklich hier erzeugt sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die technischen Anforderungen für Regelkreise. Ich muss mich natürlich hundertprozentig auf die Sensorik verlassen. Und da ist so eine einfache Sensorik manchmal auch sehr, sehr kritisch. Man guckt sich das an in der Luftfahrt. Ein Autopilot im Flugzeug, eine Steuerung im Flugzeug würde sich niemals einfach nur auf einen einzelnen Sensor verlassen. Da muss immer eine gewisse Redundanz rein. Da muss auf jeden Fall eine Absicherung der Daten, die dort erzeugt werden, in irgendeiner Form erfolgen. Das zweite ist, ich muss immer den sicheren Zustand definieren. Ja, nehme ich mal mein Anästhesiegerät. Wenn mein Anästhesiegerät plötzlich ein Problem mit seinem Operating System hat und der Bildschirm wird schwarz, ja, was soll denn dann passieren? Das muss ich klar definieren. Ich muss genau wissen, was mit einem System, was von Technik abhängt, was plötzlich nicht mehr funktioniert, wie sich dieses System verhält. Ja, also das Minimum wäre ja, ich liefere weiter Sauerstoff, und ich halte vielleicht auch die Narkose aufrecht.
Und alles andere kann dann vielleicht manuell geschehen. Aber dieser Zustand und dieses Verhalten im Fehlerfall, das muss exakt beschrieben werden für die Zulassung eines solchen Systems. Dann muss ich alles aufzeichnen, was ich tue. Also diesen Flight Recorder, den bauen wir auch in unsere Systeme ein, damit eben Fehler absolut nachvollziehbar sind und wir eine Root Cause Analyse machen müssen. Die beiden wichtigen Dinge, die ich unterschrieben habe, ist aber, ich muss mich absolut auf die sichere Verbindung der einzelnen Komponenten verlassen. Und das ist der große Knackpunkt, warum es diese Systeme heute noch nicht gibt. Ja, wie kann ich sicherstellen, dass mein Gehirnstromsensor Daten auch wirklich sicher an den Aktuator schickt, an den Computer und vom Computer geht sicher zur Spritzenpumpe? Da ist ein einfaches Kabel nicht genug. Das muss mehrkanalig abgesichert sein, das muss hundertprozentig belastbar sein. Das heißt, der Empfänger muss immer wissen, ist das, was ich da gerade empfange, auch wirklich das, was der Sender mir schicken wollte. Und diese Interoperabilität zwischen Medizinprodukten, die ist heute noch relativ stiefmütterlich. Da gibt es gerade jetzt seit einem Jahr neue Standards, die auch netzwerkbasierte Verbindung von Medizintechnik oder von Medizingeräten ermöglicht. Aber das war einer der großen Knackpunkte, warum diese Dinge heute bis heute nicht möglich waren. Also zusammenfassend, wir werden definitiv mehr Automatisierung in den unterschiedlichen Fachbereichen der Medizin, auch in der Therapiesteuerung sehen. Das müssen wir auch. Ne? Wir haben alle gehört, Fachkräftemangel. Man schafft es kaum noch, bei einem Patienten auf der Intensivstation ständig daneben zu stehen, um die Entwöhnung von der Beatmung von Hand zu steuern. Das müssen zukünftig Automaten tun. Wichtig ist nur, dass diese Automaten sich auf vorhandenes klinisches Wissen berufen und nichts anderes umsetzen als das, was heute in den Leitlinien der Kliniker drin steht und dass diese Systeme hundertprozentig eigensicher sind. Und für Sie, so als letztes, als Appell, wenn Sie noch nicht so richtig wissen, wie Sie sich spezialisieren wollen, das, was wir und viele, viele andere Unternehmen im Moment am meisten suchen, sind nicht nur einfache Softwerker, sondern insbesondere wirklich Datenjongleure. Also wirklich Leute, die Spaß daran haben, Data Scientist zu werden, sich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen. Ich glaube, da hat die Medizintechnik ein riesengroßes offenes Feld. Gerade wir hier am Standort Europa haben da einen sehr, sehr großen Nachholbedarf. Und ich glaube, da liegt gerade für Absolventen der Medizintechnik oder auch der Medizininformatik ein riesengroßes Potenzial. Ja, danke fürs Zuhören und Fragen machen wir, glaube ich, nach dem zweiten Vortrag.